Okay, hey, weiter geht's. Ich habe mich nicht informiert, ich habe gar nichts gemacht. Nur eine Pause, etwas gegessen und dann scharfer Sohn ins Auge bekommen. Oh, hey, das ist neu. Hab ich den Weg weitergefunden? Ich wüsste nicht wohin. Nee, habe ich nicht. Okay, hat's erledigt. Aber ich habe einfach keinen Plan, was ich machen muss. Echt. Also hier ja nicht. Was ich zuerst finde, wo soll ich denn hin? Boah, ohne Scheiß, ne? Ich hab dann langsam echt die Schnauze voll. Gut. Also. Das war jetzt bestimmt nicht richtig. Nee, war es auch nicht. Super. Ja, doch. Ich habe einfach keinen Plan, was ich machen muss. Zum Pferd. Ja, wie komme ich denn zum Pferd hin? Hallo? Was mag ich gar nicht. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss und dann die ganze Zeit suchen muss. So. Also zum Pferd. Hab ich auch gesagt, oder? Ich hoffe ja. Boah, echt, das ist gerade so nervig, dass die ganze Zeit schießen, ne? Echt. So, also zum Pferd. Da drüben ist das Pferd. Wie komme ich da denn hin? Ich verstehe. Gut, hier ist das Pferd. Ja. Ja, Doc. Er lebt. Gott sei Dank. Ja, ich helfe doch. Ist irgendwie blind oder so? Doc ist über den Platz gestürmt, hat Wände umgerannt und er scheint nach Alex zu suchen. Er scheint sich näher einzubilden, dass er in der Zitadelle ist. Ich glaube kaum, dass es Alex gefällt, wenn er Ärger bekommt. Aber er war nicht aufzuhalten. Und jetzt? Hey Doc, nicht dort! Da kommst du nicht durch! Oh, denkst du, ja? Ich glaube, mein Schwein. Ich glaube, er möchte, dass du durchgehst, Gordon. Beeil dich. Wir sehen uns, Doc. Danke für deine Hilfe. Und wenn du Breen triffst, sag ihm das von mir. Okay. Lade Daten. Es geht voran. Wow. Gott sei Dank. Unsere Wohltäter. Das ist der, das, ja, das vorletzte Kapitel. Ich habe nachgeschaut. Ach du Scheiße. Ach. Denke ich. Okay. So. Wow. Dachte ich zumindest. Hallo? Achso. Gut. Unangenehm. Sieht auch nicht so aus, als wären hier Gegner oder sowas. Ach, hier bin ich. Das ist spooky. Ach du Scheiße.
Geht's noch? Gut, also da drüben wäre ich wahrscheinlich gestorben. Oh Gott. Uff. Freiheit. Ladedaten? Ja. Gut, das sieht gerade wirklich echt gut aus. Läuft auch echt gut. Und echt schnell vor allem. Wow. Hi. Das sieht echt cool aus. Nehme ich auf. Ja, Gott sei Dank. Was ist das? Trinkt man einen Schluck. Das hat gerade echt Power. Oh Mann. Hier werden die Teile hergestellt. Krass. Ich bekomme gerade richtige Half-Life 1 Vibes irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber so diese Fahrt ganz am Anfang. Okay. Ich denke, ich kann bald aussteigen, oder? Da unten vielleicht? Oh, verdammt. Uff. Ladedaten. Excuse me? Okay, irgendwas ist mit dem Ding passiert. Wow. Das ist also Dr. Freeman. Dies ist keine angenehme Überraschung, denn es war zu erwarten und die schöne Situation ist auch nicht angenehm. Nun, ich bin sicherlich Pragmatiker. Echt cool. Wow.
kann sogar noch mehr von dem Zeug haben. Krass. Okay. Wow. Nun, Doktor. Ups, sorry, das wollte ich nicht. Mich mal mit. Könnte nützlich werden. Okay, stopp. Cool. So, ist wieder ganz viel Anzugenergie. Okay. Sagt die Aufnahme. Alles gut, okay. Glaube ich, oder? Alles gut? Ja, alles gut. Ihre Mentoren sind sicher auch schuld. Meine Enttäuschung über Eli Barnes und dieser Kleine übersteht das Bedauern über ihre unglückliche Karriere. In gewisser Hinsicht konnten sie wohl nicht alles. Ich drück einfach mal den Knopf. Worauf warte ich eigentlich? Wo? Krass. Okay, ich verstehe.
So. Okay, darf ich raus? Bitte? Boah, ich weiß gar nicht, wo die alle sind. So. Ich glaube, ich sterbe. Kann ich bald auch raus, oder? Ja, gut. Erklären Sie mir das, Dr. Freeman. Sie haben so viel zerstört, aber was haben Sie dafür geschaffen? Fällt Ihnen überhaupt etwas ein? Dachte ich mir. Arsch. So, eben voll aufladen. So. Nun, ich habe das Überleben der Menschheit gesichert. Und nicht nur als das, was wir bisher als Menschheit gesehen haben, sondern etwas ungleich Besseres. Okay. Etwas, das wir bisher nur erahnen können. Was hat denn die Zeit? Ach, Zeit sagt, es geht noch. Gut, muss ich jetzt hier lang? Ja, okay. Shit, das hat mich runtergestoßen, verdammt. Okay. Shit. Nun, ich habe das Überleben der Menschheit gesichert. Sterbe. Schon wieder. Shit. Was muss ich denn machen? Verdammte Scheiße. Boah, echt, ich hab grad einfach keinen Plan, was ich machen soll. Ich habe das Überleben der Menschheit gesichert.
Ah, fuck. Ah, okay. Also ich kann ihn gar nicht bekämpfen. Gut, das ist gut zu wissen. Okay. Okay, und so. Oh Gott. Rein da. Gott sei Dank. Ladedaten. Gutes Zeichen. Ich glaube, ich kann den nicht töten. Und wenn doch, dann, ups. Dann darf er leben. Muss ich da rein? Ich denke, ich muss da rein. Falls ich sterbe, wäre es natürlich blöd. Gut. Gott, was hat der? Uff. Diese Fahrten sind echt cool. Ich vermisse trotzdem meine Waffen. Wohin fahren die mich? Boah, was sind das denn für Teile? Ich habe echt ein ganz ungutes Gefühl. Ja, hallo Verkehr. Okay, ich sehe nichts. Ladedaten. Gutes Zeichen mal wieder. Ja, das ist das letzte Kapitel. Dunkle Energie. Wow, okay. Nee, gib wieder her. Sie. Ich übernehme ab hier. Wehr dich nicht, das bringt nichts. Du kannst nichts machen, bis du da bist, wo er dich haben will. Es tut mir leid, Gordon. Ich brauch das Ding wieder. Worte. Worte reichen für die Beschreibung. Ah nein. Was ich sage, kann man nicht in Worte fassen, Breed. Diese blöde Kuh, ey. Unbeschreibliches Grauen. Ungütiger. Na, wenn das nicht Gordon Freeman ist. Was ist das? Stellen Sie es darüber. Ich muss Ihnen danken, Dr. Freeman. Erst führen Sie mich zu meinem guten Freund her und dann stellen Sie sich selbst.
Hätte ich gewusst, dass sie hier einfach so reinspazieren, hätte ich mir die Suchtrupps ja sparen können. Da ich sie beide in meiner Gewalt habe, habe ich das Sagen, sollte ich mit den Combine verhandeln wollen. Dr. Breen. Wallace. Ja, Judith, was ist? Wir sollten versuchen, Elis Leben zu schützen, damit er weiter forschen kann. Durch dich haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Du bist in der Lage, seine Forschungen selbst zu beenden. Aber weder du noch ich können den Pöbel auf der Straße von seinem sinnlosen Kampf abbringen. Doch Eli weigert sich, das zu sagen, was sie alle retten könnte. Sie retten? Warum? Eli, wenn du das Rechte nicht für alle Menschen tun willst, dann tust du es ja vielleicht für einen. Ach du Scheiße. Alex, Schatz. Dad. Gordon? Nein. Verdammt, Breen. Lass sie gehen. Es liegt ganz an dir, mein Freund. Verurteilst du mit deiner Sturheit die ganze Spezies zum Untergang, oder gibst du deinem Kind die Chance, die seine Mutter nie hatte? Wag es nicht, sie zu erwähnen. Alex, meine Liebe, du hast die Augen deiner Mutter, aber die Sturheit deines Vaters. Das war noch lange nicht alles. Wirklich? Mal sehen, was dir das am Ziel eines Combine-Portals bringt. Na los, Breen. Wenn du nicht mehr drauf hast, dann schick uns beide durch dein Portal. Oh, das ist nicht das Schlimmste. Du wirst das jedoch kaum glauben, sobald du da bist. Das ist nicht nötig. Stimmt, das ist völlig unnütz. Zum Glück würde der Widerstand einen neuen Anführer akzeptieren. Und dieser hier ist eine willige Marionette für die, die ihn steuern. Nein. Hör nicht auf ihn, Gordon. Wie wär's, Dr. Freeman? Wussten Sie, dass Ihr Vertrag an den Meistbietenden geht? Gordon würde nie und nimmer mit dir verhandeln. Klar, dass Sie darüber nicht zu Ihren Freunden reden wollen. Schicke ich Sie doch los, dann können wir offen reden. Lass das, Schatz. Dad, tut mir so leid. Alex, kleines. Judith, was soll das werden? Wir tun, was ich allein nie geschafft hätte. Wir halten dich auf. Ja. Wache, rein hier. Weiter so. Sie wissen von deinem Verrat und wenden sich gegen dich. Judith, Dr. Mossmann, bitte. Tja, Wallace. Das Spiel ist aus. Lass. Schneller! Ach du Scheiße. Dad, halt durch. Narren. Vorsicht, er wird gleich. Nein. Shit. Dafür ist keine Zeit. Er ist auf dem Weg zum Portal. Du wirst das brauchen. Dr. Mossmann, Judith, passen Sie auf Dad auf. Nur keine Sorge. Dad, wir sehen uns wieder. Niemals. Komm schon, Gordon. Hat er gerade niemals gesagt? Okay, ich nehme den Lobos mit, ja. Stopp. Okay, doch. Wir kennen uns nicht sehr gut, aber ich weiß, dass du das hier nicht tun musst. Ich muss meinen Vater retten, aber du? Na, danke für die Hilfe. Hey, hör mal. Er ist's. Ich hab den Globus dabei, alles gut. Wir kriegen das hin. Shit. Verdammt, nicht nochmal. Er hat keine Ahnung, oder? Ich frag mich, wo er hingeht. Fusionsreaktor der Zitadelle. Uff. Damit treiben sie den Tunnelverstricker. Okay. So eine Chance kriegen wir nie wieder. Wir müssen Breen aufhalten. Ah, shit. Kann's nicht abschalten.
Das wird jetzt wohl von der anderen Seite gelenkt. Du musst in den Kern gehen und sehen, was du tun kannst. Eine Idee? Geh in den Aufzug, ich lass dich dann rein. Gut. Aber das machen wir beim nächsten Mal.